Fahrerlose Transportsysteme sind aus der heutigen modernen Fertigung und Logistik nicht mehr wegzudenken. Der zunehmende Wettbewerb erfordert ein technisch stabiles und wirtschaftliches Endprodukt. Die aktuell gängigste Systemarchitektur eines AGVs besteht aus einer Vielzahl an Komponenten von den unterschiedlichsten Herstellern. Der traditionelle AGV-Antrieb besteht aus einem Innenläufermotor mit angebauter Getriebestufe, Bremse und Sicherheitsencoder. Über diverse Verbindungsleitungen müssen diese Komponenten mit dem externen Motorregler und den übergeordneten Steuerungen verbunden werden. Hierdurch ergibt sich eine komplexe und aufwendige Verkabelung, welche auch einen entsprechenden Platzbedarf im Fahrzeug einnimmt. Als logische Folge ist in Zusammenarbeit mit den Firmen SICK, Synapticon, Kontron und Brinkmann Elektronik Berlin eine zukunftsweisende AGV-Systemarchitektur entstanden, die sogenannte Next Generation AGV-Plattform. Diese innovative Plattform reduziert die Anzahl an Komponenten, vereinfacht die Kabelung und bietet noch weitere Vorteile. Dies ist der getriebelose und auf Drehmoment optimierte heterer Radantrieb. Dieser beinhaltet bereits einen austauschbaren BU-Belag und eine Notstoppbremse. Auf der Motorrückseite ist direkt der Motorcontroller von der Firma Synapticon angeflanscht. In der Mitte befindet sich der Kontron Industrie-PC. Dieser beinhaltet bereits eine Functional Safety Card. Diese ist in der Gemeinschaftsentwicklung mit Brinkmann Berlin entstanden. Im hinteren Bereich befindet sich der SICK Laserscanner, welcher die Schutzfelderkennung vornimmt. Alle Komponenten sind über EtherCAT, FSOE miteinander verbunden. Sichere wie auch unsichere Signale werden über dieses eine Protokoll übertragen. Alle Motion-Sicherheitsfunktionen wie SS1, SS2, SLS oder SafeTalk-Off und vieles mehr stehen dem Anwender zur Verfügung. Wie an diesem funktionalen Beispiel zu sehen, ist die Komplexität und die Verkabelung auf ein Minimum reduziert. Dies ermöglicht es dem AGV-Hersteller oder Anwender eine wirtschaftliche und äußerst einfache Integration in sein FTS. Das System kann natürlich beliebig erweitert werden und bietet durch die EtherCAT FSOE-Schnittstelle eine innovative und zukunftssichere Lösung.